Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 26.10.22. Einen wunderschönen Mittwoch. Heute war es bei mir auch wieder wunderschön. Vom Fenster aus, weil ich muss ja arbeiten wie alle. Also konnte ich es nicht genießen. Aber es war, Sonne war draußen und Vögel habe ich gehört und alles Mögliche. Also richtig schön. Auch nicht zu kalt. Also gut, wir kommen zum Mittwoch. Wir haben am Mittwoch einen Freund. Viele Freunde. Gruppe für Menschen. Ganz viele Freunde. Eine Unordnung und eine Krankheit. Also hier geht es um Freundschaft, um viele Menschen, um eine Clique, um keine Ahnung. In der Unordnung herrscht, weil irgendetwas krank ist. Also da hat sich irgendwas eingeschlichen, sage ich jetzt mal. Hoppala. Der Freund ist deine Berufung, also das, wo du dich hingezogen fühlst, um diesen Mut zu erkennen. Also hier ist, sind, dein Freund ist, habe den Mut hinzusehen, diese Unordnung. Und wieder mal der Körper, der kommt jetzt auch relativ oft. Und die Krankheit ist die Manipulation. Okay. Okay, aber warum der Körper? Ja, weil der Körper natürlich auch manipuliert wird. Also von Big Pharma wird natürlich alles manipuliert. Mal gucken wir mal hier weiter. Nervig, ein Neuanfang. Wisst ihr, was das ist? Ja, genau. Es haben sich in den letzten 2,5 Jahren viele Freundschaften aufgelöst im Streit und Kampf. Und jetzt fängt es eben an, dass man sich berufen hielt, fühlt, die Unordnung, die immer noch nervt, hinzusehen, aufzuräumen. Der Streit liegt noch über alles. Das kann jetzt Körpergruppe Menschen, kann jetzt ein Turnverein sein, ein Radlverein, also irgendwas, wo auf jegliche Art körperlich ist, jeder Sportverein, alles. Oder eben auch so Gruppen, die sich zusammenfügen, anonyme Alkoholiker, könnte jetzt auch sowas sein, das ist mir gerade eingefallen, also die auch mit Gesundheit zu tun haben, irgendetwas, es ist vollkommen wurscht, Gruppe Menschen, die mit Gesundheit oder mit Krankheit in dem Sinn zu tun haben, oder alle Freunde, also es hat eigentlich alle, sind hier aufgerufen und werden berufen, nun den Mut zu haben, diese Unordnung, die jetzt die letzten Jahre entstanden ist, dieser Streit und Kampf, einen Neuanfang machen. Mit Stärke und Kraft. Weil hier eben die Krankheit ist ja nicht diese Freundschaft, sondern die Krankheit ist die Manipulation, die von außen in alle Körper gegangen ist. Und das relativ stark. Und Körper als Verein oder so gesehen. Aber auch in jeden einzelnen Körper. Und hier zum Beispiel ist auch für einen Kleinen, dass du ja, durch einen Freund, mit einem Freund, jetzt, dass eine allgemeine Legung ist, im weitesten Sinne kann es auch eine Zeitschrift sein, ein Artikel sein, ein Video oder, hier was entdeckst, eine Manipulation von einer Krankheit, so was weiß ich, keiner müsste, was gibt's denn oft, was weiß ich, Masern, ach nein, Masern gibt es nicht so oft, ich habe keine Ahnung, irgendwas, was es oft gibt. Keine müsste an die XY-Krankheit erkranken, wenn wir das und das kriegen würden, in hochdosiert oder. Also, wenn jetzt irgend sowas hier rauskommt und du erfährst das von einem Freund und sagst so einen Scheiß, hab ich, genau das habe ich, ist egal was, kann man mir das nicht früher, oder warum hat man mir das nicht früher gesagt? Und dadurch du den Mut hast, diese dahin zu schauen, warum eigentlich ist, das nervt mich ja, ich wäre schon lange gesund und bla bla. Und dann entdeckst du natürlich diese Manipulation. Und kann natürlich sein, dass du dann
Streit und Krampf mit Freunden hast, mit dem Arzt hast, oder, wenn es um eine Krankheit geht, ganz logisch, dass du sagst, hallo, wussten Sie das nicht oder so. Also es kann ja alles sein. Es wird ja berufen, wieder mal hinzusehen. Und zwar alles, was krankt und weil so plastisch liegt, wirklich auch die Manipulation in Krankheiten oder in Gesundheit. Also dass wir leider viele Stoffe essen oder bekommen, die krank machen auf Dauer. Also ich sage nicht irgendetwas, die vergiften uns oder sonst irgendwas, aber es wird so viel gemacht. Also das wisst ihr selber, angefangen mit Chemtrails und unsere Ernährungsmittel, Nahrungsmittel sind es ja gar nicht. Oder, dass da immer Stoffe drin sind, die uns einfach nicht gut tun. Und wenn man da immer mehr hinschaut, kommt natürlich hier großer Streit raus. Und das ist jetzt wurscht, ob es jetzt Krankheit ist, ob es eben die Manipulation ist von Steuern, von Gesetzen und. Ihr wisst es überall, es krankt eigentlich überall. Und jetzt kommt der Mut zur Berufung dazu. Das heißt, du wolltest schon immer schauen, du hast schon immer ein komisches Gefühl gehabt, aber hast es nie getan, wolltest nicht hinschauen. Und jetzt kommt zu deinem komischen Gefühl, was du schon lange hast. Und das haben ganz viele Menschen. Dieses komische Gefühl haben ganz, ganz viele Menschen, auch viele, viele Menschen, die absolut nichts wissen wollen und die nichts glauben, haben dieses komische Gefühl. Das weiß ich aus meinem Geschäft, wenn ich da mal ein bisschen mit Menschen unterhalte, die mit Maske reinkommen und keine Ahnung, alles für Blödsinn machen. Und ich bin ja dann immer nett und freundlich und unterhalte mich dann und versuche immer rauszufinden, den Weggrund der Mensch, warum er das macht. Weil mit, also immer von der anderen Seite aus, also nicht du bist ein Idiot, sondern warum tust du das? Warum? Was bewegt dich dazu, das zu tun? Und dann kommt natürlich immer Angst raus, ganz logisch, Angst vor irgendetwas. Und wenn ich dann sage, ja schon, aber meistens ist da etwas, wo ich sagen kann, ja, aber das hilft doch gar nichts. Das wissen wir doch jetzt mittlerweile alle, da gibt es ja Studien. Dann heißt, ja, ich weiß schon. Also da kommt immer irgendwann, ja, ich weiß schon. Ja, ich weiß es. Das heißt, sie wissen alle, mehr oder weniger, dass hier irgendwas nicht passt. Ist egal wo, ist egal in was für ein Thema. Und jetzt kommt zu dem Nervigen die Berufung dazu, dass vielleicht sich ein Freund berufen fühlt, dich da nochmal darauf hinzuweisen und der Mut, jetzt endlich hinzusehen. Und das bringt natürlich Streit und Krampf, ganz klar. Das ist eine schöne, schöne Energie. Wir hatten jetzt, glaube ich, das zweite oder das dritte Mal schon die Mutenergie, die ganz wichtig ist, weil man braucht Mut, hinzusauen und sich einzugestehen, dass man, was weiß ich, jahrelang verarscht wurde. Das braucht Mut, braucht man überhaupt nicht reden. Braucht richtig Mut. Weil da muss man über seinen eigenen Schatten springen. Und man muss sich selbst stellen. Und ich finde, ich glaube, das ist das Schlimmere, nicht zu sagen zu meinem Partner, zu meiner Freundin, du hast recht gehabt, da war ich total verblendet. Das finde ich einfach. Aber sich selbst zuzugeben, dass man vor lauter Angst nicht hinschauen wollte, denn das ist es nämlich. Gesehen hätte es nämlich jeder, sieht es jeder. Wir haben es ja auch gesehen, würden es die anderen auch sehen. Sie wollen nicht, sie können nicht. Und das zugeben, das ist das Schwere. Und jetzt kommt eben zu der Berufung, zu dem Drang, endlich hinzusehen, auch der Mutter zu. Finde ich richtig schön. Und das ist natürlich auch im Kleinen für uns alle. Weil auch wir haben, ist egal wie aufgeklärt und egal wie weit du bist und egal wie reif und erleuchtet du bist, oder keine Ahnung, alle. Also ich kenne keinen einzigen Menschen, der nicht irgendwo einen blinden Fleck hat. Alle haben wir blinde Flecke, weil wir es selber an uns nicht sehen. Da muss uns dann erstmal so aus dem Kopf fallen, dass wir es endlich begreifen. Oder es kommt endlich mal ein Freund, der uns das sagt. Und wir sind schon so weit, dass wir da aufgeschlossen sein können. Das ist nämlich die Voraussetzung, sonst geht es nämlich wieder nicht. Wir kriegen auch hier diesen Mut und diese Berufung, wieder mal irgendwo anders hinzusehen, was in Unordnung ist. Denn wenn dein Leben, dein Inneres, dein Sein schon vollkommen in Ordnung wäre,
hättest du keine Nervigen mehr, du hättest keine Angst, du hättest keine Sorgen, du hättest gar nichts. Dir würde es unwahrscheinlich gut gehen, dann würdest du wahrscheinlich meine Videos gar nicht anschauen, weil das ist totaler Krampf für dich. Also, wir haben alle irgendwo Unordnung, irgendwo krankt es bei uns alle und natürlich kommt das, ja, ich sag zu 95% von Manipulation von außen. Ganz klar. Und auch da werden wir im Kleinen wieder hingedrängt. Und wir kriegen den Mut dazu, wieder mal hinzusehen. Wenn wir es bei uns selber machen, ja, dann kann ich mal mit mir selber streiten und kann mich mal total beleidigt sein, mir selber. Was anderes bleibt mir das über. Ich glaube, dann ist dieser Streit und Krampf gar nicht so schlimm. Wenn ich es nach außen tragen muss, weil es von außen kommt, oder ich trage es nach außen, weil ich sehe, es kommt von außen, dann gibt es natürlich Streit und Kampf. Wenn ich feststelle, keine Ahnung, meine Eltern haben mir dies und jenes erzählt und das habe ich mein Leben lang geglaubt, nie hinterfragt und stellt sich als totaler Blödsinn raus und wo ich mir mein Leben irgendwie zum Teilweise versaut habe, kann ich natürlich hier mit riesen Wut zu meinen Eltern gehen und sage, was habt ihr mit mir gemacht? Ist nicht richtig, denn irgendwann bist du erwachsen und, du weißt selber. Aber auch das geht. Also das Hinschauen, entweder du streitest mit dir selber, du gibst dir irgendjemand anderen die Schuld oder du gehst an die Öffentlichkeit und sagst, hallo, so geht's nicht mehr weiter. Alles ist hier drin. Und das ist eine schöne Energie. Ist wieder mal, wir wachen auf, wir finden mehr. So, Stück für Stück kommen wir zum Ende des Tunnels. Ihr werdet sehen. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen, dauert gar nicht lang, nur dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch
für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.